Herzlich willkommen bei Koibrider. Mein Name ist Sascha Remund von Traumteichen. Wir schauen heute das Thema Randgestaltung an. Bei eurem Teich ein wichtiges Thema, auch für alle, die sich mit diesem Thema befassen, nicht viel Platz haben im Privatgarten, vielleicht mit einem Biotop anfangen, gleich ein bisschen Lebewesen können beobachten können. Das Teich so können zu bauen, dass man mit einfachen Mitteln schon einiges erreichen kann. Respektive auch das Thema, das wir immer wieder haben, wie kann mein Haustier, sei es der Hund, sei es die Katze, wieder gut aus dem Teich rauskommen, weil ja die Folie in der Regel von den Algen ein bisschen schlieferig ist. Und für das zeigen wir euch heute verschiedene Produkte, zeigen, die man im Angebot hat hier im Shop, wo euch das aufzeigen, dass wir den Randbereich einerseits schützen können, also dass die Folie nicht verletzt wird, von den Krallen zum Beispiel von einem Hund, und andererseits eine Stabilität herbringt, dass zum Beispiel, wenn man noch so ein bisschen Käse im Randbereich einschaffen will, mit der Kokosmatte, euch wird zeigen, dass es eigentlich viel mehr gegen das Abrutschen verhindert. Die Matten werden ja auch gebraucht bei Verbauungen im Strassenbau als Erosionsschutz, dass eben das Bewegte nicht so schnell weg kann. Und jetzt würden wir eigentlich gerade als erstes mit unserer Steinmatte anfangen. Ich möchte die schnell gerne zeigen. Die kann man so vorkonfektioniert kaufen. Das ist im Prinzip eine Steinmatte, wo ganz feine Kieselsteinchen aufgeklebt sind. Passt farblich auch zu den meisten Teichen sehr gut. Und das ist einfach so eine Trägermatte. Ist nicht wasserdicht, aber tut dazu beitragen, dass das Ganze der Halt findet. Es ist eben wasserdurchlässig, was in diesem Punkt sehr wichtig ist, damit es die nicht auf die Rippen kommt und euch davon schwimmt. Wir setzen die auch ab und zu in Bachläufe einsetzen, dass man das schön, die ist wirklich wunderbar biegbar. Es bricht nicht gerade, es geht vielleicht mal ein Steinchen raus, aber brechen tut es eigentlich nicht. Und dann können wir die schön über das ausgebildete Bachläufe rein tun. Machen es immer so, dass die obere Folie, wo der Wasserfall von oben anfängt und sie nicht ganz länger kommt, die nächste unten dran, sodass das Wasser muss über die untere einlaufen muss. Und so kann es nie unten dran, kann es auch nicht auftragen. Und das sieht einfach mit der Zeit viel natürlicher aus, als nur, wenn man nur die blutige Folie hätte, wo das Wasser drüber abrutscht. Jetzt tun wir das Ganze vielleicht gerade mal auch im Projekt anwenden, indem wir das mal auftun. Und schlussendlich möchten wir jetzt symbolisiert hier an unserem Teich, das kann jetzt eben ganz gut euer Biotop sein, wo man vielfach irgendeinen Randbereich hat, dann kommt die Folie, die es darüber abgeht, und wir möchten das Ganze ein bisschen schützen. Wir möchten das schützen, wir möchten eben, dass das Tier gut raus kann, und darum führen wir das hier an diesem Projekt mal vorführen, wie das so angedacht ist. Wichtig ist also erstens, dass wir mal, ohne dass ich schon die ganze Folie verschneide, also kurz überlegen, wie einen grossen Bereich ich abdecken von meinem Uferbereich. Das kann aber, wie gesagt, wenn es nur der Bachinlauf ist, braucht das nicht so viel. Und wenn wir vielleicht die halbe Seite vom Teich oder ein Drittel, dann brauchen wir dementsprechend ein bisschen mehr. Und jetzt schaue ich hier vielleicht grob für mich mal schnell. Wir machen jetzt mal einen Bereich von einem Meter, das hat eine Rollenbreite. Und ich gehe noch einen Teil ins Wasser rein. Ein bisschen überlappend, ich sage mit 80 cm sind wir in diesem Fall dabei. Es nützt auch nichts, die Folie durch den ganzen Teich durchzulassen. Es ist wirklich denkbar, für so im Uferbereich das Segment zu machen. Und jetzt kommt der grosse Aha-Effekt im Sinne, wie schneide ich die Steinfolie, weil das ist ja relativ eine Sisyphus-Arbeit. Wenn ich jetzt hier mit dem Japan-Messer dahinter gehen möchte, habe ich einfach das Problem, dass wir nach vielleicht 5-6 cm Klingen schon nicht mehr holt, weil das sind ja pure Steine da. Also was machen wir? Wir legen die Folie vor uns auslegen am Boden. So. Und legen nachher
unsere 80 cm, die wir vorhin anvisiert haben, grob anzeichnen. Das heisst, es gibt hier die gäbigen Kreide, die gut zeichnen, die man wieder abwaschen kann. Man darf durchaus auf die Folie stehen. Das ist robustes Material, bricht nicht aus. So. Und jetzt am besten, ich nehme eine lange Latte oder eine Bleilatte, tue ich mir so, dass ich nachher das Ganze schneiden kann, anzeichnen, auf die Latte drücken, mit dem Japanmesser nachträglich abziehen. Wir machen jetzt das mal hier vor Ort. Und da das, dass ich jetzt hier auf der Rückseite das Ganze schneide, geht das eigentlich fast wie durch Butter. Wenn wir das Gleiche auf der anderen Seite würde probieren, wie gesagt, das Messer würde schon praktisch nicht mehr holen. Man würde sich wahrscheinlich auch nerven, weil man es eben nicht durchgebracht hat. Und so, ihr seht, perfekt gelungener Schnitt. Man muss nicht Angst haben vor dem, selber zu verlegen. Und man kann jetzt vielleicht auch gerade zeigen, anhand dieser Rolle hier, wie eigentlich einfach sich das Ganze positionieren lässt. Also ich kann wirklich über einen Randbereich abgehen. Ich kann das Ganze gut zurückdrücken. Ich könnte notfalls sogar eine Art Tasche ausbilden, dass das schön im Bachlaufbereich oder eben im Randbereich super zusammenkommt. Also das lässt sich wirklich sehr schön drapieren, so dass man es nicht sieht. Jetzt tun wir natürlich das Gleiche nochmal einen Teich symbolisieren. Dazu nehmen wir unsere Matte etwas weg. Und jetzt möchte ich euch hier anhand von diesem Beispiel beim Teich zeigen, wie das möglich ist. Wir tun das Ganze im Randbereich drüber legen. Hier gut andrücken, wo es dann her muss. Bei euch würde natürlich jetzt hier vielleicht ein einzelner schöner Felsbrocken stehen oder ein Stein, den ihr mal in einem Fluss gefunden habt, wo man da kann, nachher stabilisieren kann. Wir tun vielfach hier hinten so lange Erdnägel im Boden einlassen, damit sich die Folie, wenn jetzt das Haustier hier raus will, und eben, wir haben gerade vorhin davon gehabt, das ist ja für den Schutz der Folie, der effektiven Folie da, dass da eigentlich erstens Halt findet mit den Krallen und natürlich nicht die ganze Steinfolie in den Teich hineinzieht. Durch das tun wir hier, ich sage jetzt auf den 80 cm, vielleicht etwa 3 also Erdnägel her. Und dann ist das perfekt, ich kann das hier nicht mehr abrutschen. Da könnte man jetzt zum Beispiel noch ein, zwei schöne Steinnägel setzen, ein bisschen Bodendeckerchen, die das Ganze leicht überwachsen. Die haben jetzt ja nebendran, sehen wir auch Lilien, wo man kann sagen kann, passt näher gut. Wenn das etwas drüber gewachsen ist, sieht man da praktisch keinen Übergang mehr. Und dann sieht das näher sofort natürlich aus. Das wäre zum Thema Steinmatte. Jetzt würden wir zum nächsten Thema gehen, was unsere Randgestaltung des Teichs beanlagen würde. Und da haben wir eben unsere Kokosmatte, wo ihr hier so eine fertige Rolle seht, die man so erwerben kann. Man kann das natürlich auch in verschiedenen Längen abschneiden, wie man es eben braucht. Und hier, das ist das, was wir schon davon geredet haben, wo im Hangbereich genutzt wird, von Überbauungen, Böschungen, tut verhindern, dass sich das Ganze abdreht, die Erosion kann stattfinden. Und auch das kann man wunderbar im Teich flexibel drüber legen. Und hier natürlich sehr gut geeignet, wenn man im Randbereich ein bisschen Rundkäse einbauen, Kieselsteine, wo sonst einfach alles würde gerade bis unten auf den Grund runterrutschen vom Teich. Wunderbares Produkt im Sinn von, es ist natürlich, es ist Kokos. Mit der Zeit tut es natürlich verrotten, aber das geht relativ lang und dementsprechend im Wasser sowieso noch ein bisschen länger, weil es wie konserviert ist, wenn es nicht in der Luft ist.
und dementsprechend tut das eigentlich das Wasser auch nicht negativ beeinflussen. Auch hier? Wir haben die Möglichkeit, mit einem scharf holenden Japanmesser das wieder auf unsere Konfektionsgröße zuzuschneiden. Man kann natürlich hier auch irgendeine Kurve reinschneiden, damit es das dem Teichrandverlauf entspricht. Und ja, ich würde doch jetzt auch sagen, schneiden wir das einmal. Vielleicht ist das zweite noch gäbig. Eins kann da etwas entgegenhaben, das andere hier. Und aufpassen immer mit den Händen. Daran denken, ein Japanmesser ist unerkannt scharf. Vom Körper wegschneiden. Ja, nicht auf einem zu, bei den Beinen breitspurig stehen, dass man sich nicht irgendwo schneiden kann. So. Jetzt extra noch ein bisschen hinten stehen, dass da nichts passieren kann. So. Voilà. Unsere Kokosmatte, auch wiederum hervorragend geeignet, für Konturen anzupassen. Man kann wirklich ganz gut mit dem Ganzen drunter reingehen. Ich kann jetzt hier, natürlich bei uns wäre es ein bisschen grösseres Käse, kann man das drin tun. Und das tut natürlich hier relativ gut drinnen haben, wenn ich hier rüttle. Es ist nicht wie bei einer Folie, wo es einfach nur abgesaust und auf dem Teichgrund unten ist. Das ist das mit dem Käse. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt einen grösseren Bereich hat mit Käse, gewisse Teufel ist und man dort die gewisse Pflanzen vielleicht direkt reinsetzen oder ins Substrat tun. Da kommen wir dann auch noch zu einer Variante ergänzen zum vorherigen Video, das wir schon gezeigt haben, Wasserpflanzen-Thema. Auch hier kann man natürlich wunderbar etwas dazwischen setzen, indem man das ein bisschen auseinander spreizt. Wenn es nötig ist, kann man noch etwas aufschneiden. Aber hier kann man natürlich wunderbar, ich kann das schnell zeigen, wo man die Pflanzen, die man wiederum hier einsetzen kann. Ist das hier schon bereits schön, hat es Halt. Die Pflanze kann sie auch nicht rausspülen, wegspülen. Dann haben wir eine gute Situation. Gut, jetzt würden wir schauen, wie wir Kokosmatten einbringen. Eigentlich im Randbereich ganz ähnlich vorgehen. Guten Halt suchen, vielleicht irgendwo noch ein bisschen befestigen. Ein paar grössere Steine drauf tun, dass es hinten wirklich schön abdeckt. Und dann runterschaut. Und wir werden jetzt, durch das, dass wir sie ins Wasser tun, am Anfang hat die natürlich noch ein bisschen Auftrieb, aber sie saugt sich nach und nach voll mit Wasser. Und es geht irgendwie besser, dass sie sich schön auf den Grund anpasst. Und auch hier können wir jetzt natürlich eben Käse drin tun, wir können Steine drin tun, die eben nicht so schnell abrutschen. Und eben vielleicht, wenn es nötig ist und man Freude hat, kann man noch einzelne Pflänzchen da dazu einsetzen. Klar, am Anfang wird es jetzt eben Auftrieb haben, noch ein bisschen, aber durch das, dass wir das eigentlich in der Regel dann machen, wenn wir vielleicht noch ein bisschen Wasser draussen haben im Teich oder den Teich frisch aufbauen, unser kleines Biotop oder Teichprojekt, ist das natürlich bereits drin. Es lässt sich schon bereits vom Anfang an beschweren und dann hat man den Auftrieb eigentlich schon ausgeschaltet. Vielleicht hier noch ganz wichtig, ist natürlich auch wunderbar, Steg, wenn ich da ein bisschen oben entgegen habe, hier kann man richtig ziehen dran. Gerade jetzt eben für einen Hund, der rausgehen will nach dem Baden und die Folie noch ein bisschen geschützt ist, ein wichtiges Segment. Und es tut nicht den ganzen Teichrand runterrutschen gegen den Teich. Gut, das wäre zum Thema Kokosmatte. Und als letztes Projekt möchten wir euch gerne noch die bepflanzten Teichtaschen vorstellen. Hier hätten wir jetzt die sogenannte Böschungsmatte aus Kunststoffgewebe und Jutetuch kombiniert. Und wir sehen ganz gut, wie das Ganze angedenkt ist. Wird über den Teichrand eingelegt. Unten hat es eben eine Tasche, wo unser Substrat nicht rausrutscht. Das Substrat haben wir hier wiederum in dem Bereich, wo wir schon im Video hatten, von unseren Teichpflanzen.
wo wir ja haben gesagt, möglichst wurzelnackt einsetzen, damit wir keine Nährstoffe ins Wasser reinbringen. Wir tun das heute nicht noch einmal symbolisieren. Ihr dürft sehr gerne auf der Webseite nochmal das Video nachschauen bei Koibrider, Thema Wasserpflanzen. Dort ist alles wunderbar beschrieben. Wir tun es jetzt symbolisch machen, die Pflanzen hier reinsetzen mit dem Substrat und euch zeigen, wie wir es im Teichbereich verbauen würde. Dazu packen wir das Ganze auspacken. Wenn wir das mal eins zu eins anschauen können, wie das gestaltet ist. So, ihr seht, da hat es im Bereich vom Ufer, es geht so her, für das seht, sind hier die Taschen schon bereits ausgebildet. Wunderbar. Und in die Taschen können wir jetzt eben mit dem Substrat unsere Pflanzen ausgewaschen, wurzelnackt einsetzen. Ein bisschen mehr oder weniger Substrat, je nach Pflanzenhöhe. Und dementsprechend mit dem Halt an der Böschungsseite vom Teich tut das hier natürlich haben und verhindert, dass es abrutschen kann bei euch schlussendlich ins Tiefwasser. Eine gute Sache für anzufahren, für einzusteigen, ohne dass man eine grosse Geschichte daraus machen muss. Wunderbar, verwendbar. Auch für die Eltern. Ich kann da mal sagen, da lohnt sich dann natürlich mal an Weihnachten der Niki in Aguila zu kommen. Da lassen sich ein Mandarinen und Nüsse drin tun. Das ist Spass am Seiten. Jetzt müssen wir natürlich zuerst schauen, wie das Ganze in den Teich hineingesetzt wird. Und dazu möchte ich euch noch zeigen, hat es im Set enthalten so gäbige Kunststoffnägel mit Widerhäkeln, wo das das Abrutschen verhindern und dementsprechend können wir jetzt das gemeinsam im Teich schnell einbauen, dass wir sehen, wie das hier auch würde umgesetzt werden. Also, wie gesagt, unsere Böschungsmatte am besten ein Stück nehmen, reinlegen, am Randbereich, wo wir sie wollen und schlussendlich mit unseren Nägeln, die wir haben, ganz einfach lassen sich die hier positionieren. Sie gehen sehr, sehr gut der Tür ab. Mit der Fußballen, Handfläche, kann man die einstecken. Hier ist jetzt gerade noch eine Wurzel vorgekommen. Das geht natürlich nicht der Tür durch. So, sieht schon anders aus. Wunderbar. Und dann ist die in unserem Rand innen fixiert. Natürlich schauen, dass kein Käse und solche Sachen drunter sind. Und dann kommt das so, wie man das gerne hätte. Dementsprechend hier würde jetzt Substrat reingesetzt werden. Wir tun natürlich auch wiederum hier, das ist jetzt ein bisschen weniger durchlässig, um ein bisschen helfen, mit ein bisschen Wasser drin tun, es besser beschwert. Seht ihr, sofort geht sie gegen. So. Oder eben einen Teil vom Wasser ablassen. Und natürlich das Einfachste, wenn man den Teich frisch macht, schon von Anfang an machen. Hier kommen wir jetzt direkt zum Substrat rein. Und in das Substrat rein sieht die Pflanze. Und die ist dann im Endeffekt, wenn es etwas gespannt ist, ist die schön eingebunden und kann man so nicht runterrutschen. Die ist eigentlich jetzt fix fertig am Teichrand verankert. So, tun wir das mal noch das Ganze von dieser Seite anschauen, wie das jetzt hier im Randbereich aussieht. Es ist nicht wüst, man kann also wirklich auch hier den Übergang sehr gut gestalten. Man kann wiederum hier ein bisschen Steinchen tun, wie man das bereits im Vorbereich hatte. Das lässt sich auch sehr gut kaschieren. Und dann ist das Ganze versteckt und verbaut. Hier nochmal das Bild, wie es ist. Wenn man es sieht auf der Anleitung, ist es sehr, sehr einfach zum Umsetzen. Ist gut erklärt. Und so könnt ihr es auch bereits kaufen. Nicht vergessen, die nötigen Produkte dazu, wie das Substrat. Und natürlich
aus dem reichhaltigen Sortiment an Wasserpflanzen das auszuwählen, was für euch Spass macht, was ihr gerne entdeckt habt. Und in diesem Sinn bedanke ich mich für das heutige Video, wo ihr daran Interesse gehabt habt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Projekt. Und sonst dürft ihr jederzeit bei uns Sachen fragen, um Unterstützung bitten oder hier eben in Schinznach die Sachen direkt auslesen. Wir haben eigentlich alles im Lager für euch. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.